Immer, wenn das Gelände des Barleber Schützenvereins aussieht wie ein Zeltplatz, dann ist Jugendcamp und am vergangenen Wochenende fand das zum zweiten Mal statt. Anmelden konnten sich junge Schützen und solche, die es werden wollen, über ihre Heimatvereine aus dem Landkreis Börde und diese Vereine finanzieren auch die Durchführung mit einer Kopfprämie. So entstehen den Eltern der Nachwuchssportler außer der Ausrüstung und der Anreise keine Kosten für diese Ferienaktion. Dadurch, dass es das zweite Jugendcamp ist, was wir jetzt durchführen, beim ersten kam es darauf an, dass die Jugendlichen sich untereinander kennenlernen im Kreis, damit die sich auch bei Wettkämpfen auch mal freuen und sagen, hoch, dich kenne ich, dich habe ich schon mal gesehen. Und letztes Jahr haben sie wirklich sich darauf konzentriert, mal alle Disziplinen durchzuschießen. Nicht nur ihre Disziplinen, wo sie drinnen trainieren, sondern alle. Und dieses Jahr ist es, dass sie wirklich auf Leistung gehen, das trainieren, wo sie drinnen sind, welche Sportart sie gerade trainieren, ob es Luftpistole, Luftgewehr, Kleinkalibergewehr oder Kleinkaliberpistole ist oder Bogen. Und da werden sie durch spezielle Trainer halt richtig trainiert. Und damit wären die 5 Disziplinen auch schon genannt, in denen die besten Trainer der Region ihr Wissen an den Nachwuchs weitergeben. Und das bedeutet nicht nur Schießen, was das Zeug hält, sondern es gibt gerade auch beim sicheren Umgang mit dem Sportgerät eine Menge Theorie zu beachten, wie diese Einweisung hier beweist. Ganz wichtig. Gut, dann bist du beim Stand, dann erklär mal weiter. Dann würde ich mit meiner Waffe nach vorne zielen, ob ich überhaupt weiß, bin ich jetzt im Ziel drin oder nicht, um dann nochmal die Fußstellung dementsprechend anzupassen. Wie machst du das ganz genau? Indem ich meine eine Hand in der Hosentasche habe, diese parallel, und mit der Waffe so nach oben gehe. Ja. Natürlich das passende Auge dafür auch zu, das wäre jetzt bei mir das linke Auge. Mhm. Dann beide Augen geschlossen halten, das rechte Auge aufmachen und wenn ich dann mit meiner Hand, oder wenn ich noch die Waffe in der Hand habe, mit Kim im Korn, halt unter dem Schwarzen oder im Schwarzen dann halt bin. Wie gesagt, du musst dich dabei wohlfühlen. Das heißt, wenn du nach oben gehst, du musst ihm denken, ja, das ist die richtige Stellung, ich fühle mich wohl und dann musst du die Augen öffnen und gucken. Mhm. Weil wenn du dann nämlich zu weit rechts oder zu weit links bist, dann wie gesagt, den Körper noch eindrehen, ja, das ist dann wichtig. Aber du musst dich wohlfühlen. Das heißt, beim nach oben gehen, musst du nicht irgendwie denken, ich müsste jetzt nach links, um das Ziel zu sehen. Oder einfach hochgehen und wohlfühlen, genau. Und dann die Augen öffnen und dann sehen, wo stehe ich zum Ziel und dann korrigieren. Das heißt, die jungen Leute treffen hier auf eine veränderte Trainingsbedingungen, weil die Örtlichkeit für die meisten neu ist und auch auf andere Trainer, die also quasi mal von außen auf die Ergebnisse der zurückliegenden Zeit blicken. Genau, genau so ist das. Ich habe mir aus dem ganzen Ohrekreis die Trainer herangeholt, richtig ausgebildete Trainer, Trainer C, Trainer B sogar dabei und die trainieren die Jugend in ihrer Disziplin, sodass sie auch, wenn sie hier weggehen, gestärkt und mit neuen Eindrücken ihre Trainingseinheit zu Hause, auf ihrem Heimatstand, weiter trainieren können. So ein Jugendcamp zu organisieren, ist eine logistische und auch eine pädagogische Herausforderung. Denn für den einen oder anderen Teilnehmer ist es vielleicht das erste Mal alleine weg von zu Hause, eine Nacht im Zelt. Aber der Barleber Schützenverein mit seinen vielen freiwilligen Helfern ist in jeder Hinsicht eine schlagkräftige Mannschaft, die jede Herausforderung bewältigt. So aufgestellt ist das Training hier nicht nur anspruchsvoll, sondern auch die beste Vorbereitung auf die Kreisjugendspiele der Schützen, die gleich im Anschluss an das Jugendcamp an gleicher Stelle stattfinden.